Hallo und herzlich willkommen zum Thema Zahlenmengen und ihre Darstellung auf der Zahlengerade. Mein Name ist Lisa und ich werde dich durch diesen Lernzyklus begleiten. In diesem Intro-Video besprechen wir, welche Arten von Zahlen, sogenannte Zahlenmengen, es gibt. Du solltest die einzelnen Zahlenmengen bereits kennengelernt haben. Falls du dich an eine dieser Mengen nicht mehr so genau erinnern kannst, kannst du gerne das Video an der entsprechenden Stelle stoppen und dir ein Video zu dieser Zahlenmenge ansehen. Aber lass uns erstmal loslegen. Das ist Nathalie. Vielleicht kennst du sie schon aus einem anderen Video. Nathalies Spezialgebiet sind die natürlichen Zahlen. Fragen wir sie doch einmal, was das eigentlich genau ist. 21, 22, 23. Oh, hallo! Ich war gerade so in das Zählen meiner Murmeln vertieft, dass ich dich gar nicht bemerkt habe. Aber eigentlich sind wir da auch schon beim Thema. Denn zum Zählen von Dingen brauchen wir die natürlichen Zahlen. Ich bin zum Beispiel 13 Jahre alt und hier in meiner Hand halte ich 5 Murmeln. Aha, die natürlichen Zahlen sind also Zahlen, beginnend bei 0, dann 1, 2, 3, 4 und so weiter. Kommt dir das bekannt vor? Falls nicht, dann klick jetzt auf Pause und schau dir das Video zu den natürlichen Zahlen an. Das hier ist Zeus. Was macht der denn da? Möchte Zeus etwa Skifahren gehen? Oje, es ist einfach viel zu warm. Schau, der Thermometer zeigt plus 20 Grad an. Das ist einfach zu warm, um Skifahren zu gehen. Ideal dafür wären Temperaturen unter 0, also zum Beispiel minus 4 Grad. Aber naja, mit den Temperaturen ist es so wie mit der Menge der ganzen Zahlen. Es gibt positive Zahlen, das sind alle ab 0, die Natalie so gern hat. Und dann gibt es negative Zahlen. Das sind jene mit einem Minus davor. Aber auch die können nützlich sein. Dann könnte ich zum Beispiel endlich Skifahren gehen. Falls du nicht mehr genau weißt, wie man mit ganzen Zahlen arbeitet, dann schau dir jetzt am besten den passenden Lernzyklus dazu an. Zeus spricht also von ganzen Zahlen. In der Mathematik schreibt man dafür ein Z. Das sind alle natürlichen Zahlen. Allerdings kann man ein Plus oder ein Minus davor schreiben. Lass uns weiterschauen. Das sind Dennis und Bella. Streiten sich die beiden etwa um die Flasche? In dieser Flasche sind 0,5 Liter Wasser, sagt Dennis. Nein, in dieser Flasche ist ein halber Liter Wasser, protestiert Bella. Da kommt Quinn. Vielleicht können Sie uns ja weiterhelfen. Aber streitet euch doch nicht. Schau, wenn die Flasche voll ist, dann hat darin genau 1 Liter Wasser Platz. Leeren wir nun die Hälfte des Wassers aus, dann teilen wir den Inhalt in zwei gleich große Teile. Vielleicht erinnerst du dich noch an das Beispiel mit der Pizza. Schneidet man diese in zwei gleich große Teile und isst einen Teil davon auf, dann hat man immer noch eine halbe Pizza übrig. Genauso ist das mit der Flasche. Darin ist jetzt ein halber Liter Wasser. Wir teilen ja den Inhalt der ganzen Flasche in zwei Teile. Das lässt sich aber auch ganz einfach ausrechnen. Wir haben einen Liter Wasser und teilen diesen in zwei Teile, also 1 dividiert durch 2. Rechnen wir das aus, erhalten wir 0,5 Liter. Das heißt also, 0,5 ist gleich ein halb. Die Darstellung mit dem Komma nennt man Dezimalzahl. Die Darstellung mit dem Bruchstrich nennt man Bruchzahl. Auch zu diesen beiden Zahlentypen sind Videos verlinkt, die du dir gerne an dieser Stelle anschauen kannst. Da die beiden Zahlen denselben Wert haben, fasst man sie in einer Zahlenmenge zusammen und nennt diese rationale Zahlen. Dafür schreibt man ein Q. Jetzt haben wir schon echt viel erfahren.
Lass uns das noch einmal zusammenfassen. Es gibt die Menge der natürlichen Zahlen. Das sind Zahlen wie 0, 1, 2, 3 und so weiter. Dann gibt es die Menge der ganzen Zahlen. Diese beinhaltet sowohl die natürlichen Zahlen als auch jene Zahlen mit einem negativen Vorzeichen. Eine weitere Menge sind die rationalen Zahlen. Rationale Zahlen bestehen aus den natürlichen Zahlen, den ganzen Zahlen und Zahlen, die man entweder als Bruchzahl oder als Dezimalzahl anschreiben kann. Jetzt wissen wir, dass es verschiedene Arten von Zahlen gibt. Für das nächste Video treffen wir uns an der Zahlengerade und schauen uns an, wie sich die Zahlen dort darstellen lassen. Danke fürs Zuschauen und vielleicht bis gleich.